Vážený pane prezidente Zemane, sehr verehrter Bundespräsident Gauck, excelence, magnificence, spektabiles, profesores et doktores, členové akademických senátů, kolegové a kolegyně, vážení hosté. Je mi velkou ctí, že mohu ve starobylém Karolínu uvítat vzácného hosta, prezidenta Spolkové republiky Německo, jeho excelenci Joachima Gaucka, který při příležitosti oficiální návštěvy České republiky vystoupí na půdě univerzity s projevem na téma Evropská rozmanitost, evropské bohatství. Univerzita Karlova si této návštěvy vysoce váží, neboť dokládá, že jak významné považuje pan prezident akademické prostředí v současném světě. Srdečně vítám také všechny další milé hosty a členy jeho doprovodu. Při této mimořádné události poctil svou návštěvou naší Alma Matris také prezident České republiky, jeho excelence inženýr Miloš Zeman, kandidát věd, kterého mezi námi velmi srdečně vítám. Dovolte mi, abych mezi námi dále uvítal paní doktorku Miladu Tomkovou, místopředsedkyni Ústavního soudu, paní Miroslavu Němcovou, předsedkyni mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pana Karla Schwarzenberga, předsedu zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pana profesora doktora Jiřího Zlatušku, kandidáta věd, předsedu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a je mým milým potěšením uvítat mezi námi vyslance Spolkové republiky Německo v Praze, jeho excelenci pana Detlefa Lindgemana, jakož i další členy pražského diplomatického sboru. Dále vítám všechny senátory, poslance Parlamentu České republiky, zástupce prezidentské kanceláře a hlavního města Prahy a členy správní rady Univerzity Karlovy. Konečně vítám představitele státních a společenských orgánů, církví, rektory českých a slovenských vysokých škol, jakož i zástupce akademické obce Univerzity Karlovy a všechny další milé hosty, kteří přijali naše pozvání. Sehr verehrter Bundespräsident, gestatten Sie mir bitte in ein paar Worte über diese altwürdige Universität Aula zu sagen. In der akademische gerade verteidigt wurden, in welcher viele Einwohner des Königreichs Böhmen, ob nun tschechische oder deutsche Sprache, promoviert wurden. Die Tapisserie über den Plätzen für Würdenträger der Universität zeigt die Szene aus dem mittelalterlichen Universitätssiegel. Kaiser und König Karl IV. Vertraut die Universität dem Schutz die wichtigen Landespatrons Böhmen an, nämlich dem heiligen Wenzel. Diese Szene ist von den Symbolen der für traditionellen Fakultät gerahmt. Dieser Junge mit einige blutfütternde Pelikan ist das Symbol der medizinischen Fakultät und ist einem Hymnus des Thomas von Aquin entnommen, seine adorote devote piu pelicane domine Jesu Christe. Die Waage symbolisiert die Jurisprudenz und auch Psychostasis bei dem letzten Gerichts. Der zur Sohne aufringende Adel ist das Symbol des Evangelisten Johannes, der seine Apokalypse auf dem Insel Patmos niederschreibt. Also die symbolische Verweis auf die theologische Fakultät. Und der schöpferische Geist Gottes über der Sphäre ist das Symbol philosophisches Fakultät und auch Naturwissenschaften, welche Geheimnisse der Schöpfung aufdecken. Die Universitätskapelle erinnert die christliche Identität der Universität, genauso wie das Kreuz auf dem Zepter des Rektors.
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, dass ich weiß, dass Sie früher als evangelische Pfarrer tätig waren, wird Sie vielleicht interessieren, dass in diesen historischen Räumen der Vorgänger des Reformators Martin Luther, Magister Jan Hus, wahrscheinlich Vorlesung hielt. Ich danke Ihnen aufmerksamkeit. Nyní si dovoluji předat slovo jeho magnificenci, rektorovi Karlovy univerzity v Praze, panu profesoru MUDr. Tomáši Zimovi, doktoru věd. Prezidente, vážený pane prezidente Gauku, vážená paní Schatt, excelence, magnificence, spektabiles, honorabiles, kolegyně a kolegové, studenti a studentky, vážení vzácní hosté, dámy a pánové. Dovolte mi, abych co nejsrdečněji přivítal na Univerzitě Karlově našeho vzácného hosta, prezidenta Spolkové republiky Německo, pana Joachima Gauka, poblahopřál mu k udělení nejvyššího českého vyznamenání řádu Bílého lva a dovolte mi, abych jej tomuto slavnostnímu shromáždění představil. Prezident Joachim Gauck je, myslím, nejen pro mě, svými životními osudy, bez jakékoliv nadsázky, stělesněním boje za svobodu. Narodil se v Rostoku v rodině kapitána obchodního námořnictva a jeho otec byl v letech 1951 až 1955 internován v sibirském gulagu. Byl zatčen, aniž by o tom rodina věděla, a několik let byl pro nejbližší nezvěstný. Tato trpká zkušenost silně formovala antikomunistický postoj celé rodiny. Vzhledem k protirežimnímu cítění byla pro Joachima Gaucka vyloučena novinářská dráha, kterou by jinak zřejmě zvolil. Na počátku 60. let absolvoval studium teologie v rodném Rostoku, což byl obor, který v rámci totalitního systému umožňoval relativně svobodné studium společenských problémů. Po ordinaci působil jako pastor Mecklenburské evangelicko-luteránské zemské církvi. Od poloviny 70. let jeho aktivity sledovalo Ministerstvo pro státní bezpečnost, které po několika letech poznalo, že jeho snahy o získání Joachima Gaucka pro spolupráci narážejí na velmi silný odpor a muselo se smířit s neúspěchem. Gauck byl organizátorem církevních sněmů v roce 1983 a 1988, kde byla intenzivně diskutována ekologická, mírová a lidskoprávní témata s cílem donutit státostranu SED k otevřenému dialogu o těchto otázkách. Při prvních svobodných volbách do východoněmecké komory lidu v březnu 1990 kandidoval Joachim Gauck za spojenectví 90, pod nějž patřilo hnutí Nové fórum a právě v jeho rámci se Joachim Gauck zasazoval o sjednocení země. Jako poslanec se zejména zabýval rolí komunistické tajné policie Stasi. V květnu 1990 se v parlamentu zasadil o vytvoření zvláštního výboru ke kontrole rozpuštění Ministerstva pro státní bezpečnost, Úřadu pro národní bezpečnost a stal se jeho předsedou. Na posledním zasedání Komory lidu koncem září 1990 byl zvolen zvláštním zmocněncem pro osobní složky bývalé státní bezpečnosti NDR, a v den sjednocení Německa 3. října 1990 jej ve funkci potvrdil spolkový prezident Richard von Weizsäcker a kancléř Helmut Kohl, nyní jako zvláštního zmocněnce spolkové vlády. Jeho první funkční období trvalo do roku 1995, kdy byl velkou většinou poslanců spolkového sněmu znovu zvolen na dalších 5 let a v roce 2000 předal žezlo své nástupky Marianne Bittler. 10 let až do své kandidatury na spolkového prezidenta si Joachim Gauck zúčastnil diskusí k různým tématům vesměs a aktivně se podílel na činnosti nevládních organizací zaměřených na podporu demokracie, zpracování minulosti a ochranu základních svobod a lidských práv. V letech 2003 až 2012 byl předsedou Spolku proti zapomnění pro demokracii. Zároveň se stal jedním z prvních signatářů Pražské deklarace z roku 2008 a deklarace z roku 2010 o zločinech komunismu. Kromě toho je členem spolku Atlantic Brücke a členem Senátu Německé národní nadace. V letech 2001 až 2004 se za Německo účastnil jako čestný člen práce správní rady Evropského úřadu pro monitorování rasismu a xenofobie se sídlem ve Vídni.
V souvislosti s volbou prezidenta Spolkové republiky Německo bylo jméno Joachima Gaucka skloňováno již v roce 1999. Když roku 2010 skutečně kandidoval, získal jen o několik hlasů méně než kandidát vládní koalice Christian Wolff. O dva roky poté byl již Joachim Gauck zvolen drtivou většinou. Ve funkci spolkového prezidenta je především německým vlastencem v tom nejlepším slova smyslu. Z jeho pohledu se nestrácí hluboký úpadek národa během nacistické éry, ani morální odpovědnost Německa za válečná utrpení. Sotva který německý politik tak často navštěvuje místa německých zločinů, aby se tam poklonil památce obětí. Během dvou let ve funkci navštívil Oradour ve Francii, Santa Anna di Stamenza v Itálii, Lingiades v Řecku, České Lidice a dnes navštíví Terezín. Za velmi důležité pokládám rovněž to, že pan prezident Gauck připomíná svým krajanům při vědomí historických souvislostí též nesporné úspěchy poválečních desetiletí Spolkové republiky, hospodářskou pozici země, otevřenost či pevné ukotvení mezi demokratickými státy a také to, že vyzývá spoluobčany k demokratické angažovanosti, solidaritě s migranty a k ochotě k vnitřním reformám. Též vyzývá, aby se jeho země jako dobrý partner v mezinárodní politice angažovala dříve a rozhodněji, a to včetně mezinárodních misí. Díky vysokému morálnímu kreditu je Gaukova osobnost široce respektována nejen politickými stranami napříč ideologickým spektrem, ale i širokou veřejností. Osobně si prezidenta Joachima Gaucka velmi vážím nejen pro jeho statečné občanské postoje, které zastává po celý svůj život, a pro jeho vynikající v mnoha ohledech inspirativní způsob, jakým vykonává prezidentský úřad, ale také pro jeho přístup k česko-německým vztahům, zejména k jejich z naší strany nejbolestivějším a proto i nejcitlivějším a bez přehnání traumatickým kapitolám. Mám na mysli slova pana prezidenta o tom, že si jako hlava Spolkové republiky vědom historické odpovědnosti Německa za masakry v již zmíněných Lidicích a Ležákách za druhé světové války. Vyjádření, že i události, k nímž došlo před více než 70 lety, naplňují studem a že sdílí bolest nad oběťmi, že jeho země v době, o níž je řeč, tragicky selhala a proto dnes musí sebekriticky hovořit o minulosti. Toto pokládám nejen já, ale i kolegové z univerzity a moji spoluobčané za, a snad mohu říci, symbolické završení často vzrušených debat o naší společné minulosti i za významný příspěvek k rozvoji současných na nejvýš přátelských česko-německých vztahů. Quod bonum felix faustum fortunatum quae eveniat. Za pronesený projev a rád bych vás v této chvíli seznámil s rozhodnutím kolegia rektora Univerzity Karlovy ocenit jeho excelenci Joachima Gaucka udělením zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy za jeho zásluhy v boji o demokracii, svobodu a lidská práva a rozvoj spolupráce a porozumění mezi národy. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich darf Sie jetzt zur Entgegennahme der Gedenkenmedaillen der Karls-Universität an den Tisch bitten. Prosím pana prorektora, profesora Gerlocha, aby nyní pana spolkového prezidenta doprovodil k převzetí medaile.
sehr geehrter Herr Bundespräsident, in meinem und im Namen aller Anwesenden darf ich Sie zu der Auszeichnung beglückwünschen, die Sie von unserer Alma Matris erhalten haben. Ihnen alles erdenklich gute Wünschen. Sehr verehrter Herr Bundespräsident, es ist uns eine Ehre, dass Sie als Repräsentant eines Landes hier sprechen. Mit dem viele geistige, kulturelle und bildungspolitische Bande verknüpfen. Ich darf Sie nun in Ihrer Rede zum Thema Europas Vielfalt, Europas Reichtum bitten. Magnificenz, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Rektoren, Dekane und Professoren, Exzellenzen, sehr geehrte Studierende, meine Damen und Herren, ich bin so froh, heute Ihr Gast zu sein. Prag im Frühjahr, das wirkt immer beflügelnd. Und bei mir weckt es Gefühle und Erinnerungen an einen Besuch kurz nach der samtenen Revolution. Wie betäubt lief ich damals durch die Straßen, die mich durch ihre Schönheit faszinierten, obwohl ihre Fassaden damals noch grau waren, wie bei uns zu Hause in der alten DDR. Ich war berauscht von dem Gefühl, endlich steht uns, die wir hinter dem eisernen Vorhang abgeschnitten waren, die ganze Welt, die ganze Zukunft offen. In diesem Jahr nun können wir bereits ein Vierteljahrhundert in Freiheit und Unabhängigkeit feiern. Wir wissen diese Tatsache zu schätzen, gerade weil sie keinesfalls selbstverständlich ist im ganzen Europa. Und wir werden alles daran setzen, dieses mühsam erworbene Gut zu schützen. Die Karls-Universität, diese ehrwürdige Institution, die mir heute mit der Verleihung ihrer goldenen Medaille eine große Ehre erweist, kann uns dabei mit ihrer Grundidee ein Wegweiser sein. Und meinen Dank an Sie, die Damen und Herren dieser wunderbaren Universität, verbinde ich mit dem Gedanken, dass diese Universität für mich als erstes für Europa steht. Ihr Gründer damals, Karl IV., war das, was wir heute einen Europäer nennen würden. Er war gewählter römisch-deutscher Kaiser und zugleich König von Böhmen. Sein Vater stammte aus dem Geschlecht der Luxemburger, seine Mutter aus dem alten böhmischen Herrscherhaus der Przemyslin. Karl IV. Studierte in Paris. Er sprach 5 Sprachen, Lateinisch, Deutsch, Tschechisch, Französisch und Italienisch. Da muss sich ein Präsident heute selbstkritisch fragen, wie es mit ihm bestellt ist. Diese Universität damals, sie zog Studenten aus 4 Regionen an, die damals Nationes hießen. So wirkten Böhmen, Sachsen, Bayern und Schlesier an der Universität gleichberechtigt und vereint in der Unterrichtssprache Latein. Vielleicht sollten wir uns heute in Europa manchmal daran erinnern, was alles schon einmal möglich war. Die Karls-Universität, sie steht zweitens für Chancen und für Bedrohungen der Wissenschaft. Als älteste Universität in Mitteleuropa verkörpert sie eine der weltprägenden europäischen Ideen. Die Europäische Universität von Paris und Prag, von Bologna und Köln und so vielen anderen Orten steht für die Vermittlung von Wissen, für die Freiheit von Forschung und Lehre, kurz für die intellektuelle Aneignung der Welt in der selbstverwalteten Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden.
Letzten Endes steht die Universität nach der unüberholten Formulierung Immanuel Kants für den Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Aus jahrhundertelanger Erfahrung wissen wir aber, dass Universitäten nicht nur die Orte der inneren und äußeren Freiheit waren und sind, sondern sie waren auch Orte der Zerstörung der Geistesfreiheit, Orte der Gleichschaltung manchmal und der Selbstzensur. Und diese Universität hat wie so viele andere im osteuropäischen Raum beides erlebt: die Befolgung des Ideals und den erzwungenen Verrat der Ideale. Zeiten des gemeinsamen Lernens und Lehrens folgten oft auch Zeiten der Trennung. Einst die konfessionelle Intoleranz zwischen Hussiten und Katholiken, sie endete mit dem Auszug der deutschsprachigen Studenten, so kam es dann zur Gründung der Universität Leipzig. Später, am Ende des 19. Jahrhunderts, führten nationale Spannungen zur Spaltung der bislang völkerverbindenden Universität in zwei konkurrierende tschechische und deutsche Lehranstalten. Ein Miteinander gab es danach nicht mehr, vielleicht noch ein Nebeneinander, aber oft war es nur noch ein feindliches Gegeneinander. Den traurigen Tiefpunkt erreichten nationalistische und sogar rassistische Politik mit der Okkupation der Tschechoslowakei durch das nationalsozialistische Deutschland. Die tschechische Karls-Universität wurde für 3 Jahre geschlossen. 1200 Studentinnen und Professoren wurden ins Konzentrationslager deportiert. Wie sollten wir Deutschen das jemals vergessen? Nach dem Ende des nationalsozialistischen Albtraums folgten Jahrzehnte der kommunistischen Gleichschaltung. So blieb die Universität immer auch ein Abbild der historischen Ereignisse, ein Pars pro toto der ganzen großen Politik. Von ihrem strahlenden Beginn unter einem charismatischen Kaiser musste sie hinabsteigen in die Abgründe totalitärer Systeme. Doch dank etlicher widerständiger Tschechen und Slowaken bildet sie heute erneut einen Ort des freien Diskurses. Für diese Ahnenreihe unabhängiger, demokratisch gesinnter Studenten und Professoren zolle ich der Universität meinen tiefen Respekt. Diese unabhängigen Geister mussten sich nicht nur gegen diverse Fremdherrscher behaupten, noch schwieriger war es zuweilen, sich gegen intolerante Meinungen der eigenen Landsleute zu stellen. Eine Rolle, die oft mehr Mut erforderte, da die Einzelgänger riskierten, zu Nestbeschmutzern oder Landesverrätern gestempelt zu werden. Da ist zum Beispiel Thomas Masaryk, der seit 1882 an der Karls-Universität lehrte. Später sollte dieser mutige Mann der erste Staatspräsident der Tschechoslowakei werden. Sehr viel Mut erforderte im 20. Jahrhundert der Widerstand gegen die Besatzungsmächte. Als die Studenten der Karls-Universität 1939 gegen die deutschen Okkupanten demonstrierten, wurde ihr Protest brutal niedergeschlagen. Und dann später, Jan Palach, er war ein Student dieser Universität, nachdem er sich Anfang 1969 aus Protest gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings auf dem Wenzelsplatz mit Benzin übergossen hatte und verbrannt hatte, wurde sein Begräbnis zu einer Massendemonstration und Palach eine Symbolfigur für eine freie Tschechoslowakei. Nicht wenige Lehrende und Lernende der Universität gehörten später zu den Unterzeichnern der Charta 77. Ich bin wirklich zutiefst dankbar und ich fühle mich geehrt, von genau dieser Universität diese hohe Ehrung heute zu erhalten. Und noch etwas, meine Damen und Herren. Die Karls-Universität
steht auch für Prag selbst, für diese zauberhafte, geheimnisvolle und auf so viele verschiedene Traditionen bauende Stadt. Sicher, Paris ist Europa, London ist Europa, auch Rom und Berlin sind Europa. Aber ist Prag nicht auf ganz besondere Weise vielleicht noch ein bisschen mehr Europa? Französisch-deutsche Gotik, italienische Renaissance, Habsburger Barock, stuckverzierter Jugendstil, neben avantgardistischen Bauten des Kubismus und des Bauhausstils. In Prag finden wir, wie kaum irgendwo sonst, jenes Europa, das untrennbar verbunden ist in seinen kulturellen Bestandteilen. Jenes Europa, das lateinisch und griechisch ist, katholisch und hussitisch, jüdisch und evangelisch, tschechisch, deutsch und polnisch. Ein Europa, das in dieser Stadt aus allen Elementen Wunderbares, Einmaliges hervorgebracht hat. All dies steht uns heute wieder vor Augen, als Symbol eines offenen, eines vielfältigen Europa. Und jene, die aus ideologischen Gründen ein in ihrem Sinne gleichgeschaltetes Europa schaffen wollten, damals, sie haben Tod und Leid über die Menschen gebracht und das europäische Demokratieprojekt zeitweilig unterdrücken können. Aber die Menschen in Prag und Warschau, in Berlin und Budapest haben sich ihre Rechte, ihre Kultur und ihre Freiheit zurückgeholt. Sehr geehrte Damen und Herren, Heinrich Böll, der deutsche Literaturnobelpreisträger, selbst einstmals Soldat in Hitlers Armee, war in Prag zu Besuch, als am 21. August 1968 Panzer jenen Prager Frühling zermalmten, der in der Tschechoslowakei, ja in ganz Europa, so viele Hoffnungen geweckt hatte. Er hat über diesen Tag einen bewegenden und noch heute lesenswerten Bericht geschrieben, voller Wut auf die Unterdrücker und voller Bewunderung für die Prager Frauen und Männer mit ihrer Trauer, ihrem Stolz, ihrer List, ihrem Humor und ihrem Widerstandsgeist. Er hat diesen Bericht überschrieben mit »Der Panzer zielte auf Kafka« und er schreibt im Text »Vor Kafkas Geburtshaus stand ein Panzer, das Rohr auf die Kafka-Büste gerichtet. Hier wurden Symbol und Wirklichkeit kongruent.« Der Panzer zielte auf Kafka. Hier ist tatsächlich in einer einzigen sinnfälligen Szene zum Ausdruck gebracht, was uns gerade hier in Prag, gerade hier in Tschechien bewegt, wenn wir an die Geschichte der Menschen und ihrer Kulturen denken, die hier lebten und leben. Franz Kafka steht für jene besondere Mischung der Kulturen, jenes tschechisch-jüdisch-deutschen Lebens, das gerade für diese Stadt, für Prag, so charakteristisch war. Doch Auflösung des tschechoslowakischen Staates, Unterdrückung des Tschechischen und Ausrottung des Jüdischen, so führten die nationalsozialistischen Verbrechen das Ende dieser einzigartigen kulturellen Symbiose im Herzen Europas herbei. Kafka erlebte dieses Drama nicht mehr, weil er schon 1924 starb, aber seine Schwester Ottla, sie wurde 1943 von den Nazis ermordet. Seine große Liebe Milena Jesenska kam 1944 im KZ Ravensburg um. Der letzte Akt des Dramas folgte nach der Befreiung 1945, als auch die Deutschen ihre Heimat verlassen mussten, durch Flucht, Vertreibung, Zwangsaussiedlung, ethnische Säuberung, Otzun, wie immer sie es nennen mögen, Schuldige und Unschuldige zugleich. Heute finden wir trotz einer komplizierten Wahrheit zu einem zunehmend differenzierten Geschichtsbild. Es stimmt mich optimistisch, dass gerade jüngere Wissenschaftler, Journalisten, Schriftsteller und Künstler
sich mit dieser noch immer emotional belasteten Geschichte auseinandersetzen. Es ehrt die Tschechische Republik, dass sie 2005 ihre Anerkennung gegenüber den sudetendeutschen Widerstandskämpfern und Verfolgten des Naziregimes zum Ausdruck brachte. Zu erinnern ist auch an die vielen oft namenlos gebliebenen Tschechinnen und Tschechen, die 1945 nach dem Krieg deutschen Mitbürgern ihren Schutz boten. Es ist gar keine Frage, dass die Geschichte der tschechisch-deutschen Beziehungen auch eine Geschichte des Leids ist. Manchmal erscheint es uns wie ein Wunder, dass wir unter der Last der Erinnerungen nicht längst erstickt sind. Manchmal erscheint es uns wie ein Wunder, dass es möglich war, uns überhaupt wieder in die Augen zu schauen, überhaupt wieder miteinander zu sprechen, überhaupt wieder den Mut zu finden, im Geiste von Verständigung und Versöhnung die Geschichte als eine gemeinsame Geschichte fortzuschreiben. Ja, wenn wir im Sinne von Václav Havel in der Wahrheit leben, ja, dann finden wir Worte und Wege, die tatsächlich zur Versöhnung führen. Dank sei denen, die diesen schweren Weg vor uns bereits gegangen sind. Die Erinnerung an die Kraft der Symbiose, an den Dialog, an die Kraft der gegenseitigen Durchdringung und Befruchtung von Kulturen und Lebensweisen, von Sprachen, von Mentalitäten, hat sich als dauerhafter erwiesen als die gewaltsame Durchsetzung einer Einheitskultur. Die auf Einsicht gründende Beharrlichkeit, die Unbeirrbarkeit der Gewissensüberzeugung haben sich als hartnäckiger erwiesen als Unterdrückung und Diktatur. Die Genauigkeit, ja, die Wahrheit einer durchdachten, sensiblen, einfühlsamen Sprache, nicht nur der dichterischen, haben sich stärker erwiesen als alle Lügen und alle Propaganda. Ich freue mich von Herzen über die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten von Tschechen und Deutschen. Es sind gerade die Bürgerinnen und Bürger, die mit ihrem Engagement etwas bewirken. Ich denke an den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, an die Austauschstudenten, die Schul- und Städtepartnerschaften. Ich muss dazu fügen, auch die Kindergärten, in denen beide Sprachen gleichzeitig gelernt und eingeübt werden. Ich denke an die Menschen und Initiativen, die die gemeinsame Tradition in Erinnerung rufen und in die Moderne übersetzen. Lenka Reinerova, František Černý zum Beispiel, die zusammen mit Kurt Krolop das Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren gründeten. Es gibt auch Menschen wie Pavel Kohut und heute Jitka Jilkova, die das Prager Theaterfestival deutscher Sprache etabliert haben. Ihnen und so vielen anderen gilt mein großer Dank. Alle diese Menschen könnten nicht tun, was sie tun, hätte es nicht die Umwälzungen des Jahres 1989 gegeben, als der Frühling auch nach Prag zurückkehrte. 1989 konnte die Früchte geerntet werden, die, wenn Sie mir das paradoxe Bild gestatten, in einem jahrzehntelangen Winter reifen mussten. Tschechen und Deutsche, beide hatten Erfahrungen gesammelt mit einem System, das, sei es von Kafka erfunden und beschrieben, gleichzeitig undurchschaubar, aber überall wirkungsvoll war, unpersönlich und erbarmungslos. Und Deutsche und Tschechen haben beide erfahren können, wie es ist, dann ein solches System zu besiegen. Für mich und andere war und bleibt Václav Havel das große Vorbild, unerschrocken, unbestechlich,
selbst durch die Jahre im Gefängnis nicht gebrochen. Er führte die Nation in die Demokratie und nach Europa. So ist eine friedliche und gemeinsame Zukunft von Tschechen und Deutschen in einem gemeinsamen Europa tatsächlich möglich geworden. Und sie bleibt Realität, wenn die großen europäischen Werte von Individualität und Freiheit, von Gerechtigkeit und Vergebung, von Wahrhaftigkeit und Friedfertigkeit gemeinsam gelebt werden und immer wieder wirkmächtig werden. Und gemeinsam führen wir in Europa eine Verpflichtung. Wir fühlen sie. Sie treibt uns an. Nicht mehr zulassen, dass der Panzer auf Kafka zielt, dass Vielfalt zerstört wird, dass Gewalt über Geist triumphiert. Nicht im Frühling, nicht im August, zu keiner Zeit, nirgendwo. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, für Ihre bemerkenswerte und anrührende Rede darf ich Ihnen herzlich danken. Vážení přítomní, Univerzita Karlova si velmi cení toho, že pan prezident České republiky, inženýr Miloš Zeman, kandidát věd, při příležitosti dnešního setkání akademické obce Univerzity Karlovy a návštěvy prezidenta Spolkové republiky Německo, pana Joachima Gauka, projevil přání krátce na tomto váženém shromáždění vystoupit. Dovoluji si vás, vážený pane prezidente, požádat o vaše slova. Vážený pane spolkový prezidente, vážený pane rektore, pravda vítězí, jak je napsáno na prezidentské standardě, a já tedy konstatuji, že jsem neprojevil přání zde vystoupit, ale že jsem byl požádán o vystoupení. Za druhé jsem velmi potěšen, že mohu reagovat velmi stručně na slova pana spolkového prezidenta Gauka, protože i já vyznávám názor, že základní evropskou kulturní hodnotou je diverzita a právě tím se Evropa liší od amerického melting potu, od tavícího kotlíku, který asimilační tendenci smívá i přirozené kulturní rozdíly mezi jednotlivými entitami. Na vystoupení pana prezidenta Gauka mě nesmírně zaujal důraz na symbiózu. Ta symbióza je možná právě za podmínky předchozí diverzity, protože v opačném případě symbiotický efekt se nemůže uplatnit tam, kde je šedivá a nudná uniformita, kde jsme všichni vtlačeni do svírací kazajky jednotného názoru,
a jednotné ideologie. Dovolte mi, abych své laudácio panu prezidentovi Gaukovi skončil, jak je mým zvykem, bonmotem, ale nebude to bonmot můj, bude to bonmot velkého Evropana a francouzského prezidenta Charlesa de Gaulle. Je těžké vládnout zemi, která má 300 druhů sýrů. Přeji nám všem, abychom se nestali zemí s jednotným sýrem. Děkuji vám za vaši pozornost. Vážený pane prezidente, děkuji vám za vaše slova. Děkuji také všem za účast na dnešním shromáždění naší akademické obce a dovolte, abych je ukončil latinskou formulí převzatou z Ciceronova De Divinatione, již na této univerzitě od věků přávali přítomným zdar a úspěch svého počínání. Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque eveniat. Mitsingen. Ja, ja, das. Aber das ist Universität Siegel auf Medaille, ja. Ja, ja. Also, das mit Karl Dörr führt.